Hi, schön, dass ihr heute dabei seid. Heute möchte ich euch mal eine Idee von mir präsentieren, die ich mir zusammen mit ein paar anderen Leuten aus meinem Gym überlegt habe, um ein bisschen frischen Wind ins Grappling-Training zu bringen. Und zwar geht es dabei um ein Kartenspiel. Natürlich kein Kartenspiel, wo man am Tisch sitzt, Bier trinkt und den Herzbuben spielt, sondern ein Grappling-Kartenspiel, was man in der Sporthalle auf Matten spielt. Und das möchte ich euch heute mal ein bisschen näher bringen. Und zwar funktioniert das Kartenspiel folgendermaßen. Ich habe einen Stapel mit Karten vorbereitet, auf den Anweisungen stehen, wie man sich in den kommenden Freikämpfen beim Rollen verhalten muss. Zum Beispiel, dass man nur von oben spielen soll, nur aus der Guard spielen soll, man darf nur Leglocks angreifen, man darf vielleicht überhaupt keine Submissions angreifen, sondern muss nur Punkte sammeln oder. Diese Karten liegen dann in einem Stapel aus am Rand der Matten und vor jedem Randori zieht jeder Teilnehmer eine Karte und muss dann versuchen, die Anweisungen auf dieser Karte im nächsten Freikampf umzusetzen. Das Ganze ist so entstanden, dass ich mir versucht habe zu überlegen, wie kann man noch eine Art Spiel oder spielerischeres Training reinbringen, aber trotzdem den Anspruch wahren, den Anspruch von einer gewissen Professionalität wahren, dass das Training trotzdem nicht ins zu sehr spielerische ausartet. Und die Gedanken, die ich mir dabei gemacht habe, sind, wenn man diese Art von Spiel beim Training spielt, hat man den großen Vorteil, dass Leute mal aus ihren normalen Kampfmustern herauskommen. Das heißt, Leute, die sonst vielleicht nur sehr viel von oben spielen, nur Guard passieren und Top-Game spielen, sind so vielleicht auch mal da gezwungen, Leglocks anzugreifen oder von unten zu spielen. Und das Gleiche gilt natürlich für alle anderen Games auch. Darüber hinaus hat man nicht nur den Vorteil für die Leute, die selber das spielen, sondern auch, dass wenn man gegen die gleichen Gegner immer wieder kämpft, hat man vielleicht jemanden, von dem man genau weiß, der wird jetzt anfangen, vielleicht meine Beine anzugreifen, aber die Karte verlangt von ihm, was anderes anzugreifen. Und so hat man dann halt die gleichen Gegner wie sonst auch immer, aber sie verhalten sich wie komplett andere Menschen. Und diese beiden Aspekte sind eine super Sache, die ich hoffe, dass dieses Spiel dabei hilft, das ins Training zu implementieren. Diese Spielidee ist natürlich noch nicht vollkommen ausgereift. Wir haben schon Prototypen entworfen, die wir im Training ein, zwei Mal probiert haben. Wir wollen es natürlich auch nicht übertreiben, dass wir jedes Training machen, weil das wäre auch nicht der Sinn der Sache. Und so ein paar Sachen, die wir uns noch überlegen sind, ob man vielleicht verschiedene Schwierigkeitsstufen in das Kartenspiel mit einbaut, dass man zum Beispiel folgendermaßen hat, dass auf der einen Karte zum Beispiel steht, dass man vielleicht einen Judo-Wurf probieren muss, das wäre Stufe 1. Stufe 2 wäre ein Judo-Wurf mit dem rechten Bein und die letzte Stufe wäre zum Beispiel ein Uchinata zu werfen. Auf diese Weise hat man dann die Möglichkeit, dass sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene immer einen passenden Reiz für sich haben. Weil zum Beispiel, wenn jetzt hier auf der Karte steht, führe einen Outside Heel Hook durch, ist das für den Anfänger vielleicht viel zu spezifisch, während einfach nur steht, greif die Beine an, damit können wir vielleicht schon leuchten, noch nicht lange dabei sind, gut was anfangen. Das ist zum Beispiel eine andere Art, wo wir noch überlegen, wie wir das am besten auf den Karten umsetzen. Eine andere Option oder ein anderes Problem, wo wir es noch bei diesem Spiel haben, ist, dass wenn zum Beispiel die Anweisungen auf der Karte sind, von unten zu spielen und der andere hat aber auch eine Karte, die was Ähnliches impliziert, dass man einfach zwei Leute hat, die beide am Anfang versuchen Guard zu pullen und dann einfach nur in der Butterfly Guard voreinander sitzen und irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Das ist auch noch ein Punkt, an dem wir ein bisschen arbeiten, ob wir vielleicht jeder Karte eine offensive und eine defensive Komponente geben oder eine Stand- und eine Bodenkomponente, damit das ein bisschen ausgeglichen wird, weil das so ein paar Sachen sind, wo wir in den Praxistests gemerkt haben, okay, daran hapert es noch ein bisschen. Ja, im Prinzip wollte ich nur mal diese Idee von Spiel und ich sag mal innovativen Training mit euch teilen. Wenn ihr es wollt, wenn ihr Spaß dran habt, probiert es sehr gerne selber aus, das mal zu machen. Ich finde, bisher klappt es ganz gut. Natürlich, wie gesagt, haben wir noch ein paar Baustellen. Wenn wir weitergekommen sind in der Entwicklung dieses Spiels, werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video dazu machen und das Update machen oder vielleicht irgendwie in der Dropbox das fertige Kartenspiel dann hochladen, dass man es jetzt runterladen kann oder vielleicht irgendwie sowas mal schauen, wie es weiterentwickelt. Auf jeden Fall würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Meinungen dazu unten in die Kommentare schreibt. Vielleicht habt ihr selber noch ein paar Ideen, die ich selber übersehen habe, wie man das noch weiterhin verbessern kann oder was vielleicht noch schlecht daran ist oder sonstige Kritik daran. Würde mich freuen, wenn wir da in den Dialog treten könnten und ansonsten sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein!